Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ein Video zu Alan Wake, nicht im Remaster, sondern im Original. Das Remaster habe ich leider nicht, macht aber nichts. Die Cheats werden wahrscheinlich, sehr sicher, auch bei dem Remaster funktionieren. Einen Nachteil hat dieser Cheat allerdings. Er funktioniert nur für das gegenwärtige Kapitel. Das Spiel ist ja in Kapiteln organisiert und sobald das Kapitel vorbei ist, habt ihr halt wieder die Standardwerte. Aber das ist leider der kleine Nachteil. Es funktioniert nicht, dass ich so mache, ich setze es einmal und dann ist es für das gesamte Spiel gesetzt, sondern ich muss es wirklich bei jedem Kapitel neu setzen. Brauchen wir dort unser Tool Cheat Engine. Und was kann man hier cheaten? Eigentlich erstmal alles, was eine Zahl hat, logischerweise. Wir fangen an, unsere Taschenlampe. Taschenlampe braucht Batterien. Wir haben jetzt 11 Batterien. Wechsle ich erstmal in unser schönes Tool Cheat Engine, wähle hier einmal Alan Wake aus. Dann suchen wir nach der 11, exakt Value 4 Byte. Ganz normal. Und verbrauche eine Batterie. Fülle eine, lege eine neue Batterie rein. Jetzt sind wir bei 10. Wechsle wieder in Cheat Engine. Next Scan. Und jetzt kann ich wieder eine verbrauchen. Sage hier 9. Next. Und da haben wir unser Ergebnis schon. Genau, jetzt nehmen wir uns die zwei Werte, packen die hier nach unten. Change Record. Value. Und jetzt geben wir da nochmal 99 ein. Wenn ich ins Spiel zurückgehe, zack, habe ich 99 Batterien. Das war der eine Cheat. Cheat Nummer 2 ist unsere Pistole, hat ja auch Munition. Magazin können wir nicht vervielfältigen oder unendlich, ein unendliches Magazin machen. Wir können aber die Munition vervielfältigen. Da habe ich gerade bei dem Revolver, der hat gerade 38 Schuss. Nach dem Wert suchen wir jetzt mal. Also machen wir jetzt hier wieder New Scan. Sagen 38, First Scan. Und jetzt gebe ich mal ein paar Schuss ab. Zwei Stück. Und lade nach natürlich, dass die 38 auch runterzählen. Jetzt sind wir nochmal 36. 36. Jetzt gebe ich wieder 1, 2, 3 Schuss ab meinetwegen. Vollkommen egal, einfach ein paar Schuss abgeben. Wechseln wir den Cheat Engine zurück. 33, Next Scan. Und da sind jetzt wieder unsere zwei Werte. Die schieben wir wieder nach unten. Sagen Change Record, Value und machen aus den 33, keine Ahnung, 900. Ich würde es nicht übertreiben bei der Munition. Abgestürzt ist mir das Spiel jetzt deswegen nicht. Ich würde es euch empfehlen, macht maximal 1000, also 999. Mehr würde ich nicht machen bei der Taschenlampe, genauso maximal 900. Ich würde es nicht übertreiben. Das ginge jetzt theoretisch bei der Leuchtpistole auch. Ich habe aber da gerade keine Munition. Das heißt, ich mache jetzt hier mal eben einen kleinen Schnitt. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich Munition für die Leuchtpistole habe. Genau, dann bis gleich. Oh, da sind wir wieder. Ich habe inzwischen die Schrotflinte gefunden. Mit ein bisschen Munition. Okay, ich cheate mir mal eben ein bisschen was. Geh mal hin, suche nach den 6. Und ballern wir einen Schuss. Laden nach. Suchen nach den 5. Noch einen Schuss weg. 4. Wir ballern jetzt mal ein paar Schuss von der Pistole. Haben ja immer noch 4 hier. Und da ist es. Und jetzt kann ich aus den 4 ganz einfach hier auch 900 machen. Und schon habe ich 900 Schuss für die Flinte. So, und nun sind wir auch hier angekommen. Das hat gedauert. Wahnsinn. Ich habe jetzt 8 Leuchtpistolen Munition zusammensammeln können. Wir machen das jetzt einfach mal. Also wir gehen in Cheat Engine rein. So. 8. Jetzt feuer ich einen ab. Patz. Und jetzt noch einen. 6. Das sind jetzt noch 3. Jetzt machen wir folgenden Trick. Jetzt nehme ich hier die Revolver, feuer da 2 Schuss ab. Suche wieder nach der 6. Okay, und es tut sich nichts dann bei dem Ding hier. Sind immer noch 6. So, jetzt hat. Jetzt die beiden sind's. So, wenn ich jetzt hier hingehe, kann ich jetzt den nehmen. Change Record, Value 99. Habt ihr jetzt gesehen, es hat jetzt mit 2 Suchläufen jetzt hier geklappt. Bei den 3 Schuss wollte ich hindern, weil der Startpunkt ist nicht egal. Wenn ich von 3 starte, dann gehe ich ja von 3 runter auf 2 und dann auf 1. Und bei 1 gibt es aber doch so viele Zahlen in dem Spiel, die 1 haben, dass es sich nicht rausfiltern lässt. Dagegen bei 8, 7 und 6 gibt es genau die diesen Step machen, sehr, sehr wenige. Und
dann kommt man auch genau mit den zwei Suchläufen hin. Ihr könnt sehen, jetzt kann ich hier Leuchtkugeln verschießen, noch und nöcher. Und ja, haben genug Munition jetzt. Und das waren die Gründe, die 3 Cheat funktioniert auf jeden Fall bei all diesen Werten. Also sowohl bei der Taschenlampe, die ich mega wichtig finde, dass die genug Batterien hat. Munition für die Pistole, für die Pumpgun und für die Leuchtpistole. Also Munition Cheat. Die 3 finde ich wichtig. Granaten kann man genauso gut cheaten. Werde ich jetzt hier nicht zeigen. Dann war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ich schreibe mir noch einen netten Kommentar unter dieses Video. Würde ich mich auch drüber freuen. Ich reagiere auf jeden Fall drauf, wenn ihr irgendwie Schwierigkeiten habt. Schreibt mir, ich helfe euch. Absolut kein Thema. Denn ihr müsst eins wissen, ohne euch würde dieser Kanal hier nicht funktionieren. Deswegen danke nochmal für euren Support. Hier könnt ihr jetzt meinen Kanal abonnieren. Hier findet ihr jetzt den Abo-Button. Hier ist jetzt ein Video, das der Algorithmus für euch ausgewählt hat. Und hier ist eine Playlist mit anderen zu meinen ganzen anderen Cheat-Videos. Dann danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und Cheerio.